Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Lego Jurassic World. Mittlerweile Jurassic Park 3. Unterstützt wurden wir die ganze Zeit von meinem Sohn Eugenio. Hallo. Der tatkräftig mit uns durch die Teile. Geht's euch alle gut? Papi, Eiert. Wie geht's dir? Mir geht's gut, mein Junge. Wie geht's dir? Und euch? Mir geht's auch gut. Aber ab und zu schaut es auch gut gehen. Hoffe ich. Unseren Zuschauern geht's, denke ich, fantastisch. Ja. So tollen Menschen kann's nur gut gehen. Ja, so, dann drück mal weiter. Wir sind wieder zurück auf der Insel. Im dritten Teil. Also Jurassic Park 3. Hatten's gerade schon mit einem Kamm-Dino zu tun, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Hier, da steht er noch, da. Hallo. Hat jetzt ein neues Kettchen und Armband geholt. Aber Papi, es kommt mir doch die Karte schon. Jetzt gehen wir weiter. Irgendwas greift mich an, Eugenio. Hab ich komme. Attacke! So, wir brauchen wieder den da. Ach, den da, genau, den du hast. Oh, Papi, hab Hilfe, ich werd attackiert. Oh, ich hab hier irgendwas gebaut, aber was? Ah, ich hab die Höhle zugebaut, damit da keine Dinos mehr rauskommen. Ja. So läuft das. Ah, Papi, hier musst du wieder was kaputt schlagen. Ich bin schon wieder ins Wasser gefallen. Ah! Hä, hey, warum gehen die zurück? Hallo? Oh, ich würde dir helfen, aber ich kämpfe gerade noch mit der Brücke. So, bin drüben. Hab ich wieder zugemacht. Eigentlich dürfte jetzt keine Dinos mehr kommen. Doch, hier ist noch eine. Das finde ich cool, wenn man das hier so kaputt schlagen kann. So richtiges, richtig, ja, richtig da befriedigendes man auch voll viel Gefühl. Geld drauf, ne? Ja, da kann man auch voll viel Info Geld drauf. Von den Socken hauen. Ein Spezialverbindung ermöglicht uns Mosaurus den Unter. Okay, schaffe ich nicht mal. Mach du. Sind auch schwere Wörter. Guck mal hier. Komsognathus. Was ist das? Ich kenne die Dinge so schmal. Sie lassen einen 12-Jährigen allein Gleitschirm fliegen? Nein. Er war nicht allein. Er war mit einem Freund zusammen. Wie lange werden Sie schon vermisst? Seit 8 Wochen. Fast 8 Wochen. Und warum ich? Er hat gesagt, wir brauchen jemanden, der schon mal auf der Insel war. Ich war noch nie auf dieser Insel. Doch, natürlich. Das war Isla Nubla. Das hier ist Isla Sorna. Anlage B. Niemand rührt sich von der Stelle. Schon wieder ein T-Rex. Der T-Rex, ja, die kämpfen doch jetzt. Ich bin froh, die kämpfen. Wir müssen ganz still sein. Oh, die bearbeiten sich. Bezogen. Das ist Dr. Grant. Ich rette ihn mal, ne? Ja, eigentlich ist ganz egal, wer gewinnt. Wir sind trotzdem am Arsch. Aber eigentlich wäre das von Totschampel. Wir würden die Grünz jagen, ne? Ja. Ich würde es lieber mit dem T-Rex aufnehmen, anstatt mit dem Spinosaurus. Vielleicht können wir ihn ablenken. Okay. Und wie soll das funktionieren? So. Könnte einer bitte daran ziehen? Gut, dann mache ich selbst. Ich sammle das Geld. Dann helfe ich mal deinem Freund. Mach das, danke. Ja, das ist jetzt enttäuschend.
Ich hab gedacht, ich werde uns hier voll helfen und so. Das war's, Mama. Komm, ich bin helfen, helfen da. Ja, ich dachte auch gerade, ich schleudere jetzt irgendwas, aber... Ja, scheinbar passiert das erst jetzt. Viel Glück. Auf geht's. Oh, ein Hühnchen. Eine Ente ist das, ne? Ja. Und ein Bagger. Die wirkt jetzt so klein. Oh, ah, ich bin jetzt der T-Rex. Bist du? Ja. Sehr gut. Hey, bist du eigentlich kein T-Rex? Nö, mir ist es egal. Weil wir spielen ja eh zusammen. Ich glaube, er braucht Hilfe. Oh. Wir müssen da rauf. Oh, ich bin immer noch hier hinten. Wir müssen dem T-Rex helfen, das hält er glaube ich nicht mehr so lange durch. Er wehrt sich ja schon, aber er kann gerade nichts machen. Er liegt ja. Ja. Weil er so kleine Stummelärmchen hat. Ja, wir gehen eigentlich auf der große Ärmchen ab. Ja. Aber ne? Er kann da dann gar nichts tun. Wo ist das hin hier, was ich habe? Achso, ich muss das verfolgen. Machst du? Hoffentlich geht das ins Schwarze. Hau rein. Nun zu Ihnen, Dr. Grant. Auf geht's. Schön mit Eier abgeworfen. Oh, da ist sogar ein Flugsaurier geschlüpft. Das war ein Kind erstmal. Ja, schön im Hintergrund hier weint ein Kind. Das ist bestimmt der Dino, der so weint. Weil er gerade schön auf die Fresse kriegt vom T-Rex. Oh, oh ja, okay. Klasse. Irgendwelche Ideen? Papa, hey, willst du gleich mal den Dinosaurier? Mir ist das ganz egal. Da kannst du was machen. Du kannst gleich mal den Dinosaurier. Papi. Ja. Ja, warum braucht er nicht? So, wer immer darüber läuft, muss den Spinosaurus erneut ablenken. Sehr gut. Lenk ihn mal ab. Sehr gut. Kann nicht stehen. Sehr gut. Kann ich nicht. Du musst. Warum nicht? Drück doch Dreieck. Mann. Ist doch ganz egal, wer ihn nimmt. Wir spielen doch eh zusammen. Die zwei, drei Knöpfchen da drücken, das macht die Kohle jetzt auch nicht fett. Gehen wir, solange die beschäftigt sind. So gut gemacht, Gino. Hä? Danke. Mr. Kirby, diese Kirby Enterprises gibt es gar nicht, oder? Kirby Fliesenlacke und Meer. Das Meer steht für Badezimmerausstattung. Wir sind im Einkaufszentrum Westgate in Enid, Oklahoma. Billy? Wir gehen zur Maschine zurück und bergen, was wir können. Dann weiter zur Küste. Dr. Grant,
Wir verlassen diese Insel nicht ohne unseren Sohn. Sie können ihn ja gerne suchen. Hä? Sie sind doch kein richtiger Söldner, oder? Das habe ich nie behauptet. Und? Was machen wir? Wir suchen ihren Sohn. Da, wo die hingehen. Großartig, hinterher. Oh, ein Hühnchen geschossen. Wer hat jetzt eigentlich gewonnen? Der T-Rex oder der Kamdin, oder? Eric! Wer hoffst du? T-Rex, ne? Ja. Wir finden ihn. Hörst du mir zu? Wir finden ihn. Das kann man wieder vielleicht stechen. Ja. Haben wir erst die Hälfte, Alter. Ja, wirklich. Ach, wo wir alles einsammeln, ne? Hier, das nicht. Ich hab hier was gebaut. Ich glaube, du bist der Klettermax, ne? Aber nicht. Ich sammle hier gar nicht. Ja, ja, mach mal. Falls da vorne, wo du als erstes warst, da. Nein, nein, Papa, du bist das Mädchen. Das muss da hochspringen. Das Mädchen? Ja. Soll ich sie nehmen? Ja. Ja, ich verkrieg den Dino. Ich weiß nicht, was der machen kann, ne? Du hast ja alles im Griff. Ja, das haben wir gerade noch. Okay, ja, okay, ich habe alles eingesammelt. Schaffen Sie es, die Trümmer zu erreichen? Ich glaube schon. Oh, wow. Puh. Hey, da oben hängt ein Gepäckstück fest. Huch. Jemand sollte das abschneiden. Ja, danke, Dr. Grant. Du hast auf jeden Fall wieder eine Einladung gekriegt. Ja, nimmt mich eigentlich immer ein. Achtung! Papi! Komm mal. Oh, falscher. Guter Popo-Klatscher. Nimm das mal. Was? Benimm dich mal? Nein, ich meine, nimm das mal. Warte, ich will mal kurz hier oben gegenschießen. Ah, du musst dreimal irgendwo gegenschießen. Dreimal? Ja, stand da. Mal sehen, was hier sonst noch so ist. Wir suchen. Ja. Hab was gefunden. Können Sie damit etwas anfangen, Dr. Grant? Dr. Grant? Ich schätze, ich bin dran. Ein kleiner Junge. Hey, hier oben ist ein Gleitschirm. Können Sie sowas fliegen? Vielleicht. Oh, das wird interessant. Wenn der Schirm nicht zerrissen ist. Fallschirm. Ist Christian, oder, mein Junge? Ja, ich glaube schon. Dann kann ich das wohl doch. Papa, ich hab's. Sehr gut. Papa, hier, Papa. Ich hab was runtergeschoben. Können Sie das benutzen? Ich komme, sammle hier nur kurz Kohle ein. Scheiße, nein, ich bin runtergefallen. Ja, oh, verdammt. Ohne Wasser. Okay, ich bin neu gespawnt. Da ein Typ hat da unten. Wo geht's? Was macht denn der Glatzkopf? Ah, der Glatzkopf da. Keine Ahnung. Papa, hab ich hier da eine, da oben kannst du wieder gehen, schießen mit dem Glatzkopf.
Oh, da ist ein Brachiosaurus hinter dir. Ganz in der Nähe sein. Vielleicht hinter diesen Rand? Was bin ich hier? Ich habe was gefunden. Hier liegen Lego drauf. Ich baue gerade. Getroffen. Aber guck mal, ein Brachiosaurus steht hier. Hast du einen gebaut? Ja. Was ist das hier eigentlich bei mir? Ein Motor oder was? Wer kann Fotos machen? Deiner? Ja. Mach mal ein schönes. Oh, wie schön. Und Papi? Da oben ist ein... Wie kommen wir da hin? Papi, Papa, ich weiß, wie wir da hinkommen. Wie? Ich muss da oben drauf fliegen. Meinst du? Ja. Ja, das schaffe ich doch nicht. Wollte ich gerade sagen, wird ein bisschen eng. Kann ich auch einen Kacke buddeln? Papi, Papa, ich glaube, ich schaff's. Wenn wir auf den Brachiosaurus gehen. Auf den Kopf. Meinst du? Ja, so. Oder so, Klöcke. Achtung! Ja, Papi! Weil jetzt flieg ich da oben drauf. Papi. Wo fliegst du drauf? Auf den Kopf davon. Meinst du? Ja. Ich versuch jetzt mal auf den Kopf zu fliegen. Warte, ich versuch da jetzt irgendwie aus. Ich will den Dino haben. Trotzdem nix. Soll ich mir den haben? Ja. Dino. Wo war unser Leben dann? Ich versuche jetzt den Dino zu kriegen. Ich glaube, guck mal, hinter dir ist noch ein Kackerhaufen. Ja, ich weiß. Das ist, glaube ich, weil wir hier die Charaktere nicht haben, die wir dafür bräuchten. Weißt du, wenn du freies Spiel hast, wenn du es einmal durchgespielt hast, kannst du doch in den Leveln die Charaktere nehmen, die du willst. Ja, wirklich. Und da kann man das bestimmt holen. Hab ich. Aber ich glaube, das machen wir dann ohne Videos, ne? Ja, genau. Das machen wir dann offscreen. Wie? Ja, halt ohne Aufnahme. Ja, wirklich. Ja, ich finde das scheiße, wenn ihr das zweimal seht. Papa, ne? Genau. Und was das wieder nimmt? Wer muss das nehmen? Ja. Der hier? Ja. Aber ich hab schon gefunden, hier wo ich stehe, Papi. Papa, hier wo ich stehe, musst du hin. Woher weißt du das? Nee, ich hab das Geld verfolgt. Papi. Einfach. Hey, nein. Jetzt will ich sie auch mal haben. Gib sie mir, kommt und gib sie mir. Da ist ein großer Karabinerhaken. Die Kamera läuft noch. Er ist noch am Leben. Ich weiß, dass er noch lebt. Hier gibt's aber viele Eier. Ich. Ratto. Schon Ei geklaut? Was ist das? Ja, ich bin nur so sauber. Ja. Wahre Überlebende haben wir auf jeden Fall geschafft. Wahre Überlebende haben wir, ne? Ja. Ah, das fühlt sich wieder herrlich an. Ja, Bob, wahre Überlebende. Okay.
Minikit. Oh, oh. Oh, oh, Papi. Stark, Junge. Was hast du denn da gemacht, Alter? Edixki. Koopa. Jägerbefehl. Tja, und die nochmal verkackt? Ja, die konnten wir nicht kriegen. Nee. Ja, sagst du das Schlusswort, Eugenio? Ja, wir lassen ein Abo da und dann um. Und tschüss, bis dann. Danke fürs Zusehen, Freunde. Ciao, ciao.